Hülle, seid herzlich. Ja, kaum angefangen, schon der erste Versprecher, aber das lasse ich drin. Seid herzlich gegrüßt zu einer neuen Ausgabe, Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, was haben wir denn noch so zu erledigen? Und zwar ein Gebet für die Paladine, das war doch der Meister Marduk, der auf der anderen Seite des Kreuzgangs stand. Aber erstmal gucken wir mal, was hat die Buchkommode für uns? Erfahrung? Nein, Tränke und heilende Kraft und ihre Zutaten, schön. Das ist mal ein alter Schinken hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Noch eine Buchkommode. Ja, schon wieder. Okay, kann man ja im Off lesen. Gucken wir weiter. Ja, hier ist der Novize, der da mal so lustig rumfegt. Und, oh, langweilig. Herr von und zu Dandolo. Danke. Wir müssen hier raus. Weil ich habe nämlich wieder einen Plan. Weil mir ist nämlich aufgefallen, ich habe hier keine Runen. Keine Rune fürs Kloster, keine Teleport-Rune. Jetzt bin ich hier falsch, ne? Tolle Nummer. Oh, immer diese langweiligen komm, nein. Oh, sorry. Wo sind wir? Also, das ist jetzt die riesen Big Four. Ach, da geht's doch raus. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ja. Ein paar Tage schon nicht gemacht und jetzt schon wieder verlaufen. So ist das. Los, Dandolo, pass auf. Wir machen Folgendes. Ich schick dich mal, nachdem ich mich umgezogen habe. Das muss ich nämlich immer machen. So, ich schick dich nämlich mal lustigerweise zum Norden. Warte auf mich. Gut. Also zum Norden. Hier kann man ihn zum Kloster schicken. Das ist sehr gut, weil wir ja hier das Kloster entdeckt haben. Also, wo ist denn hier der Norden? Habe ich wieder über... Ja, Flüchtlingslager. Warte auf Norden. Mich im Flüchtlingslager. Na gut. Dann geht er jetzt mal. Weil ich habe nämlich Folgendes vor. Ich muss irgendwo noch Runen finden. Und da kann mir ja der Tarok helfen. Hier gibt es eine Runenreise mit Tarok. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, Tarok, und das nur Unkraut, da brauche ich jetzt nichts machen, dass mir Tarok irgendwie ein paar Runen zeigt. Kann ja sein. Hier ist noch Marduk, mal gucken. Was ist das Böse? Ich habe für... Ja, richtig. Das fehlt mir noch. Ich habe für die Paladine gebetet. Daran hast du gut getan. Nun geh und tue das, was du tun musst. Ja, erstmal schlafen. Gibt es Neuigkeiten? Gut, okay, bestimmt nicht, oder doch? Weiß ich jetzt nicht mehr. Gibt es noch... Nun, dass die Orks Korin ist. Ferner haben sie eine große Abteilung ihrer Krieger ins Minental geschickt, um ihren Brüdern gegen Lord Hagen zu helfen. Aha. Das haben uns zumindest einige... Ja, das haben wir schon. Sorry für die Wiederholung, Paladine. Den Spruch dürften wir eigentlich erledigt haben. Genau richtig. Und nicht springen, sondern ins Bett springen, Roland. Das machen wir dann auch mal gleich. Und zwar hier hinein. Da würde ich mal sagen, dass wir mal ein bisschen früher aufstehen als sonst. Und von hier aus werden wir mal erstmal eine Runde speichern. Und dann geht es in Norden. Ich muss erstmal gucken, wo die Taste ist für die Runengeschichte. Weil ich nämlich ganz gerne nochmal wieder runter will. Ja, hier muss ich springen, sonst komme ich, stolper ich hier. Richtung Tarok. Also, da wo ich Tarok gefunden habe. Weil ich habe mir nämlich nochmal meine letzte Folge angeguckt und im Schnitt habe ich dann mitgekriegt, Minecrawler Nest, da soll eine Rune sein. Und ich, wo ich Tarok gefunden habe, nachdem ich mich hier durchgewurschtelt habe, und links davon, also hier war ja Tarok drin. Ja, ja. Dann haben wir ja hier die Minecrawler bekämpft und wenn mich die Logik des Mod-Teams ein bisschen inspiriert, dann müsste hier eine neue Rune sein. Wenn. Da hinten ist sie. Teleport zum Pass in Korinnes.
Teleport zum Pass in Korinis. Okay. Noch, oh, und noch einen mittleren Lederbeutel. Okay. Das ist ja nett. Ich hab's ja auch gleich mit ein bisschen was an Gold dazu. Dann auf zu Tarok. Dem werden wir berichten, dass wir schon mal eine von seinen Runen gefunden haben, die er nur erblickt hat und nicht mitgenommen hat, weil er will das ja nicht anpacken, ne? Ist ja nicht für Ork-Krieger, das ist nur was für Ork-Schaman. Ja, und dann können wir mal eine Runde beten, mal gucken, was wir hier bekommen diesmal. Mana plus 1, ja, schön. Lieber Mana plus 5. So, und unser Tower befindet sich hier. Upsa. Ah, jetzt kann man ihn auch besser sehen. So, bevor wir ihn ansprechen, nochmal eine Runde speichern. Ach, der steht in der Frühsonne, schön. Ja, Tarok. Hey. Mal gucken. Ja. Ich habe die Teleport-Rune gefunden. Wo kann ich die nächste finden? Tarok weiß nicht mehr genau. Komm zu Taverne, bei Kloster. Und dann? Tarok werden sich dann erinnern, wo Rune ist. Na schön, ich mach mich dann mal auf den Weg. Oh. Ah, deswegen heißt das Runenreise mit Tarok. Das heißt, ich muss ihm jetzt die ganze Zeit folgen, bis wir zur Taverne kommen. Das ist aber ein langes Stück. Dann werden wir das mal raffen, würde ich mal sagen, an der Stelle. Oh oh. Kann er die Tür eigenmächtig öffnen oder muss ich die aufmachen? Oh, guck mal. Ah, er hat es aufgemacht. Das ist gut. Dann machen wir weiterhin. Ein Speed. Jetzt bleibt er hier hängen. Kann ich ihn ansprechen? Ja, ich kann ihn ansprechen. Oh oh, was jetzt? Sicherheitshalber mal speichern. Mal gucken, vielleicht findet er seinen Pfad wieder. Nee, hat er nicht. Ja. Hier bleibt er hängen. Was nun? Ob ich ihn jetzt mal. Nein. Ich hau ihn mal eine runter. Komm mal zur Besinnung hier. Jetzt kannst du was erleben, Mora. Okay, dann nicht. Gut, dass ich gespeichert habe. Okay, man darf ihn also nicht ein auf die Fee hauen. Danke für das Gold, Mora. Ja, ja. So, neuer Speicherstand. Also, beziehungsweise nochmal neu eingeladen an der Stelle. Und er bleibt hier wieder hängen. Was machen wir jetzt? Große Frage. Okay, hier muss ich mal kurz stoppen und überlegen. So, ich habe jetzt eine Lösung gefunden, lieber den Tarok hier aus seiner verzwickten Zwickmühle holen. Und zwar stelle ich mich ungefähr hier so in die Stelle, an die Stelle hin. Gebe Marvin-Modus ein, anders geht's nicht. So, und mit O werde ich mich dann in die Rolle von Tarok schlüpfen. So, jetzt bin ich hier. Dann gibt es natürlich diesen lustigen Klammeraffengriff, also Steuerung Alt F9. So, und dann kann ich den Tarok steuern. Moment. Ich kann nur hoffen, dass... Was hat er gemacht?
wieder O. Jetzt geht er weiter. Sehr schön. Schnell den Marvin-Mode mal wieder ausschalten mit B42. Und wir können ihm wieder weiter folgen. Okay. Speedrun aktivieren. Oh, Gobos! Jede Menge. Schon wieder ein Zombie. Oh, er hilft mir, das ist gut. Das war's mit dir. So. So. Das war's mit dir, du Mistvieh. Oh Gott, schnell was trinken. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass hier noch Gobos sind. Oh, wo ist, habe ich ein Getränk? Ach, in der Aufregung. Jetzt kann ich ja auch die Dinger nicht looten. Mann. Warte doch, er wartet leider nicht. Ja. Naja, gut, okay, muss ich später hin. Okay. Folgen wir ihm wieder unauffällig. So, wir nähern uns der Taverne. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Das darf jetzt wohl nicht wahr sein. Nur kurz abspeichern. Dass hier die Leute aufmerksam werden auf Tarok. Das wäre natürlich nicht so pralle. Ah. Oh, oh, oh. Bei dem einen Lager, wo wir vorbeigekommen sind, da sind zum Glück... Danke. Keine Leute aufmerksam gehalten. Tarok, und jetzt? Hier bin ich. Hier bin ich. Weißt du jetzt, wo ich die nächste Rune finden kann? Tarok weiß jetzt wieder. Wo ist sie? Mensch findet Rune auf Friedhof. Ganz in Nähe von Taverne. Okay. Ja, stimmt. Hier ist ein Friedhof. Wenn mich das... Ja. Dann gucken wir noch mal. Dann gucken wir. Butlerfleisch. So, ganz Holzauge sei wachsam. Butlerfleisch. Ich will eine Rune finden. Feuernessel. Wo ist die Rune? Ist hier eine Rune? Nee. Mist, die muss auch ein bisschen blinken und blitzen. Auf Friedhof. Oh, jetzt werden wahrscheinlich wieder einige sagen, so von wegen, oh, die ist doch da, jetzt läuft er dran vorbei. Oh nein. Oh, jetzt könnte er eventuell, ja, nee, doch nicht. Okay, der Friedhof ist ja noch ein bisschen größer. Oh, bis ich die Rune gefunden habe. Leute, muss ich das hier im Zickzack-Verfahren machen? So, ich habe sie gefunden. Also, Mart Mulgo, hier ist ein Doppelgrab. Und da Sarah ist, irgendwo hier habe ich was blinken sehen. Ja, genau, richtig. Also, bei dem Grab von Oskar Zorn. Und da ist er, die Teleport zur Taverne in Korinnes. Aha, sehr schön. Und zurück zu unserem netten, freundlichen Tarok. Das macht doch Spaß mit der Runenreise. Ich hab sie gefunden, Tarok, ich hab sie. Wo geht's jetzt weiter? Ich habe auch diese Rune gefunden. Wo kann ich die nächste finden? Tarok weiß nicht genau. Wirklich nicht? Denk mal nach. Ja, denk Tarok mal nach. Tarok sich nur schwach erinnern. Rune nicht weit von hier. Kommen mit. Na schön. Kommen mit. Dann folge ich dir. Dann speichern wir mal.
So. Ich habe das mal kurz einblenden lassen. Oh, Tarok. Das werden wir mal ein bisschen durchspeeden. Aha. Mal gucken, was er sagt. Warum halten wir? Ist hier vielleicht die Rune zu suchen? Nicht hier, aber auf Insel. Tarok jetzt wieder wissen. Na schön. Dann schaue ich mal nach, ob ich sie finde. Also auf Insel, da kann er ja nur die hier meinen. Oh, da gehen wir mal eben rüber. Schwimmen wir mal rüber. Nicht tauchen, schwimmen. Da wird sie bestimmt hier auf der Insel liegen. Kann ja nicht anders sein. So. Gucken. Aha. Sumpfenkrauten. Gucken wir erstmal hier. Da, Teleport zum Großbauern in Korinnes. Haben wir gefunden. Schön. Jetzt noch ein bisschen Blauflieder. Soweit ich weiß, brauchen wir hier gar nicht hacken. Oder? Oder vielleicht gibt es jetzt was Neues? Man weiß es nicht. Können wir mal gucken. Nö, gibt's nichts. Okay, dann zum Spanner rüber. Zum Tarok rüber. Wir haben sie schließlich gefunden. Die schöne Rune. Es ist gut, dass es so viele Runen gibt. Das ist richtig klasse. So, Tarok. Tarok, hier bin ich. Ich habe die Rune. Wo ist jetzt die vierte zu suchen? Tarok kann es dir sagen. Rune in Höhle im Norden. Geht es vielleicht etwas genauer? Tarok nicht mehr genau wissen. Mensch folgen Tarok. Wenn Tarok und Mensch entgegenkommen, dann kann Tarok sagen. Na schön, gehen wir. Mann, schon wieder in den Norden rein. Also jetzt wieder ganz zurück oder was? Okay, das werde ich dann überspringen. Oh, ich habe ein bisschen die Umgebung gelootet hier so, rechts oben. Und hier steht Tarok. Und das habe ich dann mal ausgenutzt, um ein bisschen hier die Umgebung noch zu erkunden. Halt, oi. Hier muss Höhle sein. Hier ganz in Nähe. Gut, dann bring mich hin. Nein, Tarok bleiben lieber hier. Warnen Mensch, wenn Orks kommen. Orks? Sind die so weit im Norden? Orks suchen nach Flüchtlingen. Darum Orkspeer auch hier zu finden. Ach du Scheiße. Na gut, dann gehe ich alleine. Gut. Tarok werden Mensch warnen, wenn Orkspeer sehen. Mensch passen gut auf sich auf. Ja. Wohin? Was? Wie? Was? Warte mal. Was für eine Höhle? Moment, jetzt habe ich irgendwas. Tarok hat am Flussufer Halt gemacht. Der vierte Runenstein, soll sich in einer Höhle hier ganz in der Nähe befinden. Allerdings hat er mich auch vor Orkspeeren gewarnt, die hier die Gegend durchstreifen sollten. Höhle. War hier eine Höhle? Fragezeichen. Also Tarok kann ich jetzt hier ruhig... Da muss ich noch ein bisschen folgen. Ich folge ihm mal. Ich mach dich fertig, Mann. Oh, okay. Gut gemacht. Wow. So ein dämlicher Mann. Schlecht gemacht. Aber ich bin gewappnet. Also kam er da aus der Höhle raus, hier irgendwo rechts. Stimmt, da war da eine? Ich mach dich fertig, Mora. Oh, jetzt hilft er mir. Aber es gibt keine Experiences Points. Scheiße. Okay, speichern. So, und wo ist jetzt dieser Bogenschütze? Gab's da noch einen Bogenschütze? Nee, nicht Blauflieder, Bogenschütze. Ah. Ich mach dich fertig, jetzt. Mora. Wo? Na super geil.
Wieso kriege ich denn keine Experience Points, wenn der Ork mit mir unterwegs ist? Er ist doch Freund. Mensch, Freund! Noch ein Ork-Speer. Mhm. Speichern? Du bleibst noch stehen? Oder was ist los? Hä? Ah, da hinten ist noch ein Speerchen. Uiuiuiui. Gucken. Mach dich fertig, Mora. Oh! Scheiße. Der schießt ja auch. Ach ja, Roland, der Feigling. Ich weiß. Besser gesagt, ich. Ich bin leider der. Ach ja, die Höhle. Natürlich, klar. Okidoki. Und jetzt mal ganz schnell noch was zu uns nehmen hier. Bin ich mal gespannt, was in der Höhle ist. Vorsichtig, Scout. Nee. Hä? Ah, da ist die Banditenbrücke. Und da fällt mir jetzt ein Kommentar ein von Taris. Wie ich die anderen Lurker sozusagen eliminieren kann. Haha, herzlichen Dank und die Grüße gehen raus. Hier komme ich rein auf die andere... Nee, doch nicht. Nee, das hatte ich doch probiert gehabt. Mach ich später. Erstmal gucke ich hier in der Höhle nach. Ach, hier ist ja noch irgendwo so ein bekloppter Ork. Mal gucken. Nicht, dass es wieder heißt, er macht mich fertig. Aha. Ja, hier waren wir ja schon mal. Teleport zum Kloster. Endlich können wir auf Toilette gehen. Nein. Mann, oh Mann, immer meine spontanen Sprüche hier. Jep, dann wieder zurück zu Tarok. Jan? So, und dann gucke ich mal, ob ich hier doch noch rüberkomme. Kann ja sein. Ein bisschen klettern, hat er gesagt. Richtig, Taris hat ja noch gesagt, man soll ja noch ein bisschen klettern. Auf die Berge klettern. Oder es ist nicht die Stelle, die er meinte. Ach ja, gucken wir nochmal hier. Nee, das ist er nicht. Dann habe ich mich vertan. Okay. Butterrock, wo bist du? Hallo? Ich schon gelootet? Da ist nicht zu holen. So, Tarok. Auch diesen Runenstein zum Kloster haben wir gefunden. Ich habe auch diese Rune gefunden. Wo finde ich jetzt die nächste? Das jetzt, Tarok, wissen. Rune sein in Stadt. In der Stadt? Na toll. Und wo da genau? Tarok hat gesehen, wie Grant sie in seine Truhe gesteckt hat. Wer ist Grant? Grant ist Anführer der Söldner, die für Orks kämpfen. Und wo hat Grant seine Truhe? Grant hat sein Quartier in der Kaserne. Dort steht auch Truhe. Na schön. Und wo werde ich dich treffen? Tarok wartet vor Stadt auf Mensch. In Nähe von Höhle, die bei Korines liegt. Okay. Ein ganz sanfter Übergang jetzt mal eben gemacht. Ja, wie kommt das? Weil ich muss halt eben zusehen, dass ich so einigermaßen an die 30 Minuten komme. Für das Let's Play. Und da ich ja ein paar Special Effects gemacht habe, hier so zeitraffermäßig, muss ich zwischenzeitlich mal reinrendern, beziehungsweise in meinem Filmschnittprogramm rum schon mal vorbereiten, damit ich sehen kann, was es dann halt eben als Netto-Spielzeit gibt. Ja, ich würde mal sagen, Waffengefährte für Korines, gucken wir mal eben kurz rein. Kloster, Paladin Sergio kennengelernt, ja. Das wissen wir. So, Runenreise mit Tarok. Ja, das ist die Stadt. Das dauert natürlich, ist klar. Was mich jetzt allerdings interessieren würde, ist diese gesammelten Runen, die wir jetzt mit Hilfe von Tarok bekommen haben. Wo führen die uns eigentlich hin? Zum Beispiel, Korines Teleport zum Großbauern. Mach ich mal an. Dann werden wir mal gucken, wo es dahin geht. Okay, dann brauche ich nicht mal runterlatschen. Das
ist auch gut. Dann holen wir dich mal wieder raus. Dann haben wir Corines Teleport zum Kloster. Na, das wird bestimmt Klostereingang sein. Werden wir aber sicherheitshalber nochmal überprüfen. Ja, war klar. Dann, was haben wir hier? Corines zum Pass von Corines. Auch das wollen wir mal checken. Ah ja, okay, direkt an der Brücke zum Pass hin. Ist klar, ist logisch. Muss man sich mal eingeprägt haben. Ja, und dann ansonsten hätten wir es, ne? Ne, Quatsch, da unten ist noch eine. Corines Teleport zur Taverne. Okay, und nach Corines ist klar, die hatten wir schon vorher gehabt. Gucken wir mal, Tavernchen, wo genau das ist. Ein Glück nicht direkt vom Eingang. Ich mach dich fertig, weil da hier noch Söldner sind. Die habe ich noch nicht bekämpft. Wobei ich mich frage, soll ich das machen? Ich weiß es noch nicht. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Ja, die Gespräche hört man ja schon. Ich habe noch mal zu kontrollieren wegen der Zutaten für Pyroka. Da war nämlich was. Bruchrollen für Lad André. Genau, Pyrokas Zutatenliste. Die habe ich ja schon in einer Folge gezeigt. Eben mal kurz speichern. Ja, ich habe mal im ganz ruhig mal ein paar Notizen gemacht. Und zwar in meinem Inventar geguckt. Hier zum Beispiel hatten wir hier so einen verschwundenen Zettel. Ne, in einen verbundenen Fisch, also einen zugenähten Fisch, einen Zettel gefunden. Da muss ich mal gucken, wo wir den denn... Ja, das ist immer ein bisschen lustig hier. Man muss ein bisschen gucken. Muss ein stinkender Zettel sein. Ring der Geschwindigkeit. Rezept Alvins Fischsupp. Na, Moment. Genau, richtig. Stinkender Zettel, da ist es. Guck mal da eben kurz rein. Musste wegen des den verdammten Orks untertauchen. Haltet euch erstmal versteckt. Keine Überfälle mehr, bis ich mich wieder melde. Halvor, das ist bestimmt eine alte Nachricht. Trotzdem habe ich nochmal nachgeguckt, was ich in meinem Inventar habe. Ich habe zum Stopp, ich muss ja wieder zurück zum Inventar und brauche natürlich die Zutatenliste von Pyroka, damit wir das mal abchecken. 10 Gletscherquarz, ich habe 14. 10 Aquamarin, ich habe nur 5. Dann 10 Schwefel, haben wir. Dann 10 Flammenzungen, habe ich nur 3, die habe ich ja mal gekauft. Dann 10 Hainwurzel, habe ich 42. 10 Pech, habe ich 11. 10 Kohle, habe ich 65. 10 Bergkristall, habe ich 11. Und ich habe sogar 2 schwarze Perlen. Ja, jetzt gehen wir mal wieder zu Corines Norden. Denn um dort Flammenzungen zu... wo ist denn mein Dandolo? Ja, zu ernten. Nehmen wir Dandolo mit. Du bist gehen Soldat. Zur Pyramide. Kleide dich entsprechend. Ja, hallo, ist gut. Und dann werden wir mal eben fix zur Pyramide und rüber beamen. Nein, nicht ausziehen, anziehen. Was denn jetzt? So. Mann, man verzeiht mir meine. So, komm. Nein! Komm mit! Du sollst warten. Und zwar. Warte auf mich. Gut. Bei der Pyramide. Warte auf mich bei der alten Pyramide. So, das macht er. Währenddessen wir uns einmal wieder umziehen und gucken, wo haben wir denn unsere Pyramide? Genau, hier. Da fetzen wir da mal hin. Und da gibt's Feuerwarane. Muss ich mal gucken, wo kommen wir denn jetzt hin? Links, rechts? Ich sehe die gar nicht. Wo ist denn die? Links rum, rechts rum? Feuerwurzel, gut, okay, ich glaube hier rum, ne? Nee. Hä? Da habe ich jetzt was Falsches genommen. Muss doch hier links reingehen. Es soll doch die alte Pyramide gewesen sein, oder nicht? Habe ich mich jetzt da wieder verguckt, oder wie, oder was? Ach so, ja. Genau, hier ist es. Richtig. Was gab es hier noch? Eckrauten. Gut, also hier rein. Jetzt bin ich mal gespannt, wo Dandolo dann auf mich wartet. Und hier linke Hand gibt es ja diese Feuerzungen, diese Warane. Diese Feuerwarane. Hoffentlich kann ich die überhaupt ziehen. Diese Zungen.
Ah, da ist unser Dandolo. Sehr schön. Tja, bevor wir uns aber in den Kampf begeben mit Dandolo, dem ich erstmal sage, nachdem ich mich wieder umgezogen habe, komm du mit. Du bist Soldat. Kleide dich entsprechend. Was? Ich hab doch die richtige Klamotte. Das war auch gut. Okay. Komm mit. Also, bevor wir uns da in den Kampf stellen mit den Feuerwaranen, wieso habe ich denn jetzt plötzlich. Hey, heute läuft es echt merkwürdig. Nochmal. Da hinten sind sie schon. Ich darf mich verabschieden. Danke, dass ihr wieder angeguckt habt. Und seid doch beim nächsten Mal dabei mit einem Daumen und einem Kommentar. Ich sage jetzt Tschüss, euer David.